Yes. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch mein Content gefällt, dass ihr den Kanal abonniert, mich damit unterstützt. Gerne auch Likes, Kommentare sind immer gern gesehen und bringen einen weiter. Also würde ich mich echt freuen, wenn ihr abonnieren würdet und Like nicht vergessen. Wenn ihr immer informiert werden wollt über neue Videos, Livestreams und so weiter, Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und ich habe euch heute ein Game mitgebracht, das nennt sich VR Skater, ist vom deutschen Entwickler Deficit Games. Und ich muss sagen, ich bin kein mega Tony Hawk Fan oder so, also ich habe die Games nie so wirklich durchgesuchtet wie manch andere. Ich habe mal reingeguckt, aber das war's dann auch. Und ich denke mal, Tony Hawk Fans werden hier mit Sicherheit mega viel Spaß haben. Aber alleine ich habe damit auch schon meinen Spaß gehabt. Also es macht Spaß, diese ganzen Tricks zu machen. Auch wenn ich jetzt noch nicht so wirklich gut bin. Ich sag mal, man muss eine Zeit lang damit spielen, lernen, um die Tricks zu beherrschen. Momentan beherrschen mich aber die Tricks mehr als ich sie. Also ne? Das seht ihr auch gleich im Gameplay. Also nicht so wirklich gut. Ich habe ungefähr so 2,5 Stunden jetzt gespielt, glaube ich. Tutorial mir ein bisschen angeschaut. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Tutorial, denn es gibt so eine Trainingsakademie, wo man diese ganzen Tricks, wo einem gezeigt wird, wie welche Steuerung, wie welchen Controller man bewegen muss und was man drücken muss und so weiter und so fort, um Trick XY auszuführen. Und da braucht man echt ein bisschen Zeit für. Ich bin da noch nicht durch, ich habe die Liste noch nicht komplett abgearbeitet. Also so grinden und so werdet ihr in dem Video jetzt leider nicht sehen. So ganz einfache Sachen nur. Aber ich wollte euch das Spiel nicht vorenthalten, weil bis ich mal die ganzen Tricks beherrsche, brauche ich eine Zeit lang. Und dann hätte ich euch das Video jetzt hier in 2 Wochen zeigen können. Ich muss sagen, es hat mir vom Look her super gut gefallen. Und was mir aber negativ aufgefallen ist, was ich aber auch nicht wusste, in kaum irgendwelchen Skateboard-Games flat sind irgendwie Zuschauer oder Leute laufen da rum. Das hat mich natürlich irgendwie in VR direkt ist mir das ins Auge gestochen, weil die Welt war irgendwie leer und mich störte es ein bisschen. In VR ist das nochmal was anderes, glaube ich, als wenn man es in flat spielt. Also Menschen sind aktuell nicht geplant und kann man mit leben, ne? Ich denke mal, den meisten Leuten wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Mir ist es aufgefallen. Ich hätte da gerne, wenn ab und zu mal welche Leute auf der Bank sitzen oder irgendwas da machen, an den Tischen sitzen und so weiter. Da gibt es in dieser School gibt's super viele Gelegenheiten, wo sowas mit Sicherheit möglich wäre. Aber es ist natürlich ein Indie-Titel, von daher darf man da auch nicht so viel erwarten. Ich habe momentan nur eine Map gespielt. Es gibt aktuell auch in der Early Access Startversion nur eine Map. Es sind aber insgesamt, glaube ich, 7 Maps geplant, wie der Entwickler mir mitteilte. Und 7 Maps können sich schon sehen lassen. Und ich denke mal, die werden nach und nach ins Game reingepatcht oder reingeupdatet. Und ich bin gespannt, was es da sonst noch so für Maps dann gibt. Und Musik, glaube ich, gibt es 5 Titel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die passen echt gut ins Game, also wenn man die hört, macht echt Spaß. Man kann sich natürlich auch seine eigene Musik anmachen, wollte ich jetzt natürlich nicht, denn dann gibt es wieder Ärger mit YouTube und da könnte ich mir auch gut vorstellen, auch wenn es nicht in diesem Genre passt, Skateboard, aber so ein Video zu machen, Tribute to DMX, ne? Einfach die ganze Zeit die Mucke von DMX hören. Ist immer coole Mucke dabei und kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht mache ich das auch mal. Mal gucken, was YouTube dazu sagt. Und lass uns da einfach mal die Steam-Seite anschauen. Und 30. April ist klar. Early Access, also es ist die Version, ich glaube, die zeige ich nachher im Video auch. 017, glaube ich, also eine relativ frühe Version. Unterstützt wird nur die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift aktuell. Also mit der HP Reverb G2 das Ding nicht kaufen. Es steht auch extra hier nochmal. Windows Mixed Reality, HP Reverb G2, Vive Cosmos Controllers are currently not supported. Also wenn ihr diese Systeme habt,
kauf das Game nicht, es wird nicht funktionieren oder noch nicht funktionieren. Ich denke mal, die werden da wahrscheinlich dran arbeiten. Wenn es dann eine Lösung gibt, wird das wahrscheinlich auch weggemacht und hier steht dann auch WMR. Aber aktuell gibt es halt WMR-Probleme und ich kann mir auch gut vorstellen, welche das eventuell sein könnten, weil ich habe die G2 ja auch getestet und wenn man die Controller relativ nah am Körper hält, was ich bei dem Spiel immer mache, außer wenn ich Gas gebe mit den Controllern, dann sind die weg, ne? Dann verliert die G2 das Tracking und ja, ist einfach ein schlechtes Tracking-System dieser WMR-Brillen, muss man einfach ganz klar sagen. Okay, hier haben wir noch eine Roadmap, die habe ich mir noch gar nicht jetzt angeguckt. Career Mode, Level Challenges, es gibt jetzt so Challenges, die sind da auch schon bei. Achievements kann man freischalten und so weiter und so fort. Also, genau, 15 Handpicked Songs, also 15 handausgelesene Songs werden noch ins Spiel kommen. Also aktuell sind es 5, glaube ich. Many unique maps, at least 6. Okay, 6. Ich habe, glaube ich, gestern mit dem Entwickler, hat er, glaube ich, 7 gemacht. Vielleicht kommen 6 noch dazu. Also ich denke mal schon, das ist so gemeint, die jetzige Map School und dann noch 6 weitere. So habe ich es auf jeden Fall verstanden so. Und was das Teil jetzt kostet, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt auch noch gar nicht gefragt, muss ich ehrlich zugeben. Und das ist das, was ihr bei mir jetzt im Video nicht sehen werdet, dieses Grinden. Also das habe ich noch nicht trainiert, muss ich noch trainieren. Und ist mit Sicherheit cool, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man grinden kann. Und aber ich bin froh, dass ich vernünftig das Teil benutzen konnte und einigermaßen Treppen runterspringen konnte, aus dem Fenster rausspringen und ein paar kleinere Tricks machen. Also mehr habe ich jetzt nicht hier gemacht. Ich zeige euch ein bisschen den Trainingsmodus, Tutorial ein bisschen und dann ein bisschen Gameplay, wie ich so ein bisschen verzage. Und ich hoffe, euch gefällt das Gameplay trotzdem, auch wenn ich nicht so wirklich gut in dem Game bin. Aber wie gesagt, so ein cooler Titel, den muss man einfach zeigen. Und wenn ihr Skateboard-Fans seid, eventuell wart ihr sogar mal Skater, dann schaut euch diesen Titel auf jeden Fall an. Also lohnt sich und ihr unterstützt somit auch einen, coolen deutschen Entwickler und VR Skater ist das erste Skateboard-Game, was ich in VR kenne, also auch noch einzigartig und das sollte man sich definitiv mal anschauen. Okay Leute, dann würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei VR Skater, das Game vom deutschen Entwickler Deficit Games und hier sind wir im Menü. Wir gehen mal ganz kurz die Settings durch. Hier haben wir die Settings und hier haben wir Grafikeinstellungen, Low, Medium, High, Ultra. Dann haben wir nochmal einen Komfortmodus, den habe ich natürlich ausgeschaltet. Dann haben wir Stance, das ist quasi mit welchem Controller ich Gas gebe. Also die symbolisieren ja die Füße und mit welchem man dann halt hier wirklich auf dem Boden sich abstößt mit dem Board. Und Regular ist halt mit dem rechten und Goofy ist mit dem linken Controller, also für Links- und Rechtshänder ganz gut. Ja, hier haben wir nochmal so eine Spectator Cam, die ist ganz gut zum Aufnehmen. Ich hoffe, das läuft jetzt auch ganz gut und frisst nicht zu viel Performance. Man wird natürlich hier gewarnt. Und ich probiere es einfach mal. Hier haben wir nochmal eine Kalibration. Das heißt, man stellt sich dahin, wo man auch spielen will. Hände runter und dann beide Trigger drücken und schon geht's los und man ist kalibriert. Hier haben wir eine Akademie. Das heißt, hier werden wir alles lernen, was es so gibt, welche Tricks. Also ihr seht, ich bin noch nicht ganz durch. Dann gibt es noch Challenges, die man dann machen kann. Und hier haben wir Maps. Ne? Momentan ist nur eine Map, aber ich denke mal, da kommen noch welche dazu. Das ist die Middle School, die zeige ich euch gleich mal. Ja, Info ist ganz klar. Hier sehen wir VR Skater 017, also eine relativ frühe Version noch. Und wurde gefördert von FFF Bayern. Und hier sehen wir halt alles, was mit dem Game hier zu tun hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal als allererstes das Tutorial, dass ihr mal seht, wie wird man in das Game überhaupt eingeführt. Und ich muss sagen, es ist ziemlich schwierig, das zu beherrschen. Klar, man kann leichte Tricks machen und so weiter. Ich habe das jetzt ungefähr zweieinhalb Stunden und ich kann auch echt nicht viel. Gestern habe ich getestet und konnte gar nichts. Ich bin mehr gefallen als alles andere. Und es ist ein Game, was man nicht schnell
beherrschen wird. Man muss das schon ein bisschen Zeit investieren, sage ich mal. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Tutorial. Auch wenn ich es schon gemacht habe. Und hier können wir nochmal aussuchen, mit welchem Fuß wir Gas geben wollen. Und wir wollen mit dem rechten, also Regular. Und das machen wir jetzt auch mal. So stößt man sich ab. Also es ist hier ein ganz easy Tutorial. Und man muss sagen, es sieht echt toll aus. Grafisch macht das was her. Also ich finde nicht schlecht. Die Beleuchtung ist cool. Der Himmel sieht gut aus. Die Gebäude sehen echt nicht schlecht aus, außer wenn man hier so ein Gerüst sieht. Aber was mir fehlt, sind definitiv Leute. Leute, die hier rumlaufen, die auf den Parkbänken sitzen. Einfach Leben in der Stadt. Das fehlt mir. Und ich hoffe, das kommt noch. Vielleicht kann der Entwickler dazu was in den Dings schreiben. In den Kommentaren schreiben. Und hier sollen wir jetzt bremsen. Das machen wir mit dem Trigger. Und zack, schon bremsen wir. Und die Musik ist auch mega stimmig, finde ich. So, jetzt wird uns gezeigt, wie wir lenken. Das machen wir, indem wir einmal rollen und dann mit dem linken Trigger halten und dann auch in diese Richtung dann lenken. Ich probiere es jetzt mal. Und wie ihr seht, es funktioniert fast. Also man muss schon ein bisschen Feingefühl hier haben, das fehlt mir. Man muss sich, wenn man genau immer irgendwelche Tricks ausführen will, muss man sie sich gut merken. Ich kann zwar Tricks machen, aber ich weiß nie, was ich genau mache. Und jetzt kann man Turn in Place, das heißt, auf der Stelle können wir uns aussuchen, wo wir hinwollen. Und das machen wir jetzt hier, weil wir müssen ja zwischen die zwei Hütchen da. So, hat auch geklappt. So, jetzt wird uns gezeigt, wie wir einen Ollie machen. Und das machen wir ganz einfach über den Button. Das ist der einfachste Trick. Und jetzt wollen die natürlich, dass wir hier hinfahren und auch da hochspringen. Das probiere ich jetzt mal. Und es klappt sogar. Okay, jetzt müssen wir hier rüber jumpen. Ich hoffe, das gelingt mir. Yes! Also Musik ist echt genial, muss ich sagen. So, das war das erste kleine Tutorial, wie man eingeführt wird. Jetzt zeige ich euch mal, wie man die Tricks so lernt. Und hier wird uns immer gezeigt, wie das in schnell aussieht. Ne, kann man sich das angucken. Qubits. Also ich bin kein Skater. Ich bin auch früher nicht großartig Skateboard gefahren. Vielleicht mal eine ganz kurze Zeit, aber da habe ich auch keine Tricks gemacht. Ich kenne die ganzen Namen auch nicht, aber so sieht es dann aus. Und wenn man dann Let's Go macht, dann sieht man das Ganze nochmal in langsam, was man machen muss, um diese Sachen durchzuführen. Das heißt, wir drücken jetzt auf den Button und machen das war ein Backside Shoe-Wit. Und jetzt probieren wir es nochmal. So, das war ein, das ist eine ganz normale kleine Drehung ist das. Machen wir nochmal, retry. Und so wird man halt eingeführt, jetzt kann man auch halt auf Next drücken, dann Backside, Shoe-Wit. Also, die Anfangssachen sind eigentlich easy, wenn man einmal den Dreh raus hat, wie das hiermit funktioniert. Und man muss halt auch darauf achten, dass man immer den Button, wenn man den hält und dann muss man den in einem Augenblick loslassen, wenn man diese Bewegung durchführt und dann muss man auch wieder drücken, sonst landet der nicht auf dem Board und man fällt zu Boden. Also das erstmal dazu. Also ich finde, es ist ein richtig gutes Tutorial. Man wird hier gut eingeführt, aber nachher wird es echt schwierig mit den Tricks. Da muss man echt ein bisschen längere Zeit hier sein. Also empfand ich jetzt so. Aber es ist gut, dass man hier wirklich so ein Tutorial Center hat, wo man diese Tricks ausüben kann und ausführen kann. Und jetzt können wir mal in Maps gehen. Hier haben wir Middle School. Zeige ich euch jetzt mal die Map. So Leute, hier sind wir in der Map und man hat einmal die Möglichkeit Run zu machen. Dann hat man wirklich
ein Knochenleben, wie wir hier oben sehen. Wenn der Balken abgelaufen ist, dann ist es vorbei. Und da bin ich selbst schuld. Ich versuche mal, auf der Mauer zu grinden. Ja, habt ihr gesehen, wie gut das klappt? Okay. Also ich habe jetzt noch einen Sturz, dann ist es vorbei. Na komm. War ja klar. Okay. Also ich wollte euch eigentlich mal das Level so zeigen. Hier Practice erstmal. Also hier kann man nicht sterben. Es kommt auch kein Dings. Man kann bis zur Finishlinie fahren, ohne jetzt zu sterben. Man hat kein Knochenleben, sage ich mal. Und ja, das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Also wie gesagt, vom Level-Design her gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist natürlich schlicht gehalten, ist jetzt nicht so mega. Aber wie gesagt, hier fehlen auch die Schüler, die eventuell auch noch Sounds machen, ne? Ah, ich dachte, da komme ich so runter. Okay. Habt ihr gesehen, die letzte Stufe habe ich noch mitgenommen. Okay. So, jetzt geht's durchs Fenster. So, jetzt bin ich auch einmal hier reingekommen. So, ich würde sagen, jetzt mache ich mal einen vernünftigen Run und versuche mal, Punkte zu kassieren. So. Ah, da habe ich schon wieder gedacht, ich wäre unten und könnte den Trick ausüben. Ja. Na komm. Ah, so hat es ja geklappt. Und. Ja. Viel haben wir nicht mehr an Leben. Also das ist echt mein Problem. Immer wenn ich denke, der ist in dieser Position, wo ich springen kann, springt er nicht. Oder ist nicht in dieser Position. Okay, das war's. Also Freunde von hier Tony Hawk und was es sonst noch für Flat Games gibt für Skateboards, werden hier mit Sicherheit mega viel Spaß haben. Ich muss dazugeben, es ist nicht ganz mein Genre, aber ich finde es trotzdem cool. Es macht Spaß. Die haben das echt mega gut umgesetzt. Ah. Also ich glaube, da kommen bald Videos raus, wo Leute die tollsten Tricks machen. Aber ich nicht. Also von mir wird es so ein Video nie geben, Leute. Nein! So.
Ich habe echt überlegt, ob ich überhaupt ein Video dazu machen soll. Aber das wollte ich euch eigentlich nicht vorenthalten hier. Jetzt bin ich gesprungen und das Skateboard ist hängen geblieben. Aber neuer Highscore. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir einmal hier durchkommen. Und auch einen guten Highscore haben. Ah, da fällt er schon. Ah, ging das schon mal. Ah, schade. Oh, ich bin echt zu schlecht dafür. Tut mir leid, dass ihr euch hier, dass ich euch sowas antun muss. Aber es geht nicht anders. Ihr müsst hart sein. Okay, ich hätte jetzt echt erwartet, dass ich da grinden kann. Nochmal da lang. Nein. Hat Spaß, wie es Homer Simpson angehört, ne? Nein. Boah, sogar mit einem Trick durchs Fenster. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das auch gesehen? Okay. Oh. Ich hab's geschafft. So. Einmal mache ich noch und aber ich mach's jetzt einmal als Practice, nicht als Dings. Dann kann ich euch noch mal ganz kurz eventuell zeigen hier. So. Also wie gesagt, wir haben echt viele Möglichkeiten, Tricks auszuführen und hinzufallen. Ne, so ganz einfache Tricks. Dann auch ein bisschen kompliziertere. Ich hoffe, ich kann das, ihr könnt das vernünftig sehen, das Board auch. Also müsst ihr mal gucken, in diesem Tutorial, da sind so viele Tricks, die man lernen kann. Aber ich bin echt jemand, der kann sich sowas nicht gut merken, ne? Ah, da ist er hängen geblieben, okay. Geronimo! Oh, das war knapp. Ich glaube, der wäre gar nicht so schlecht geworden. Der sah vielversprechend aus, der Trick.
Also ich glaube, ich will jetzt doch noch einen Run machen. Einen richtigen Run, vielleicht habe ich noch meinen persönlichen Highscore jetzt hier. Na komm. Hep. Hep. Und ein Trick. Nein, ich wusste es. Okay, gleich kommt wieder der Krankenwagen. Nein! Kein Highscore, aber immerhin, ne? Ja, Leute, das war VR Skater und ja, kommen wir zum kleinen Fazit. Also ich habe jetzt insgesamt ja 2,5 Stunden gespielt, würde ich fast sagen, und ich beherrsche noch kaum was von diesem Game. Also ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen, aber schaut mal, hey, ich habe ganz, ganz wenig von dem Tutorial gemacht, gar nicht so viel und habe auch noch gar nicht alles abgeschlossen, wie man ja hier sieht. Und ich denke, wenn man das alles abgeschlossen hat, beherrscht man auch die meisten Tricks, kann auch grinden. Wie gesagt, ich habe eben versucht, so zu grinden, aber hat halt nicht geklappt. Und ich denke mal, ja, man braucht mit Sicherheit so 3, 4, 5 Stunden, damit man ja die meisten Sachen beherrscht und auch mal ein paar Tricks zeigen kann und dann einen Highscore nach dem anderen dann auch ja, folgen lassen kann. Es ist nicht ganz mein Genre. Ich habe auch echt Probleme, mir verschiedene Tricks zu merken, wie was geht. Ich habe eben echt nur aus Zufall immer irgendwas gemacht. Ja, man macht immer irgendwelche Bewegungen vorne, hinten. Man muss den Button immer drücken, um dann hier diese Sprungphase einzuleiten, sage ich mal, um den Trick auszuüben. Und ja, klappt auch so ganz gut. Das ist jetzt halt wirklich so eine First Impression von mir. Ich wollte euch jetzt das Spiel vorab schon mal zeigen, denn ansonsten hätte ich locker eine Woche auf 2 gebraucht, damit ich hier mal ein vernünftiges Gameplay hinbekomme. Und habe mir gedacht, das ist so ein cooles Spiel, was eigentlich unbedingt gezeigt werden muss, was auch bei den Leuten ankommen sollte. Und ist ein deutscher Entwickler. Hier unterstützt ihr auch noch einen deutschen Entwickler. Und ein VR-Skateboard-Game gibt es noch nicht, meiner Meinung nach. Also ich kenne keins. Und das sollte man definitiv unterstützen. Es gibt ja auch eine mega Fanbase von den ganzen Flat Games, Tony Hawk Games. Und ja, also war nie mein Genre, muss ich sagen. Es gibt Leute, die haben das hoch und runter gesuchtet. Ich denke, diese Leute kommen auch besser hier mit den ganzen Tricks klar. Aber nichtsdestotrotz hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das Game entwickelt. Wie gesagt, es ist ja eine relativ frühe Version noch. Und ja, da kommen mit Sicherheit Updates noch raus ohne Ende. Und ja, da können wir uns auf einen richtig coolen Titel freuen. Und ja, von mir gibt es vorab jetzt schon mal eine Kaufempfehlung, weil es erstmal sowas nicht gibt. Die Steuerung ist echt, haben sie sich sehr gut ausgedacht. Ich dachte ganz am Anfang, wo ich das gehört habe, wie soll das funktionieren? Wie soll das wirklich in VR funktionieren, auch ohne dass einem schlecht wird? Also hier muss man auch sagen, mir ist null schlecht geworden. Ab und zu, wenn man mal wirklich stürzt, fällt, muss man sich daran gewöhnen. Aber ich habe da jetzt keine Probleme mehr mit. Es gibt natürlich Leute, die da eventuell Probleme mit haben. Aber dafür haben sie auch vorgesorgt in den Settings. Und man kann hier wirklich den VR-Komfortmodus einschalten. Und dann hat man halt auch immer ja, dieses kleinere Sichtfeld. Und es soll halt einigen Motion-Sickness-anfälligen Leuten dann helfen. Mir hilft es nicht, aber ich habe auch bei diesem Spiel ist absolut keine Probleme. Ich muss sagen, bei Autorennen oder so wird mir meistens schlecht. Hier überhaupt nicht, also ist auch ein großer Pluspunkt.
Ich wünsche mir echt nur jetzt Maps, die auch belebt sind. Also das muss definitiv rein. Also wäre cool, wenn auch einfache Avatare da irgendwo sitzen, stehen und eventuell einen zujubeln oder sonst was. Wäre schon cool, wenn sowas reinkommt. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, wäre echt cool, wenn ihr mich unterstützt, mir ein Abo gebt, dann wächst mein Kanal weiter und ja, ich kann weiterhin solche tollen Gameplays zeigen. Auch wenn mein Können jetzt nicht gut war, ich hoffe, ich habe euch trotzdem unterhalten und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.